Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie willkommen zur Sendung Unter uns gesagt. Sie kommt heute ausnahmsweise aus der Serie aus Bern, und zwar aus dem Bundeshausstudio. Und hier darf ich begrüßen General Vernon A. Walters, Sonderbotschafter der amerikanischen Regierung. Ich heiße Sie herzlich willkommen, freue mich, dass wir uns längere Zeit unterhalten können, aber ich glaube, Botschafter Walter, es ist richtig, wenn ich unseren Zuschauern mit ein paar Stichworten wenigstens sage, wer Sie sind. General Walters, meine Damen und Herren, ist 1976 aus der Armee in den Ruhestand getreten, nachdem er während der letzten 4 Jahre als stellvertretender Direktor der amerikanischen Nachrichten- und Sicherheitsbehörde CIA tätig gewesen war. General Walters ist Nachrichtenspezialist und hat in den 35 Jahren seiner militärischen Laufbahn die verschiedensten Funktionen ausgeübt. Er war Militärattaché in Italien, in Brasilien, in Frankreich. Er war Adjutant von Averell Harriman im Marshallplan Hauptquartier in Paris. Er war aber auch Adjutant von Eisenhower im Shape, im alliierten Hauptquartier, ebenfalls in Paris und später dann im Weißen Haus. Als Dolmetscher diente Botschafter Walters an zahlreichen Gipfeltreffen nacheinander 5 verschiedenen Präsidenten: Roosevelt, Truman, Eisenhower, Johnson und Nixon. General Walters war es auch, der in Paris die ersten geheimen Kontakte zu den Nordvietnamesen, später dann zu den Festlandchinesen aufnahm, Kontakte, die schließlich zur China-Reise von Nixon und zu seinem Treffen mit Mao führten. Botschafter Walters ist in New York geboren und in Frankreich und England aufgewachsen, spricht viele Sprachen, Sie werden es gleich sehen, ausgezeichnetes Deutsch. Und fast genau vor einem Jahr holte ihn Staatssekretär Haig aus dem Ruhestand zurück in den Regierungsdienst. Seit Juli jetzt letzten Jahres bekleidet General Walters das Amt eines Sonderbotschafters der amerikanischen Regierung. Ich hoffe, ich habe ungefähr die Dinge richtig gesagt. Es gäbe noch viel mehr zu sagen. Als Botschafter, Sonderbotschafter der amerikanischen Regierung, was ist Ihre Aufgabe? Die Aufgaben sind sehr verschieden. Eine Art Troubleshooting und Sonderbotträger, wenn Sie wollen, für Sonderhandlungen mit anderen Regierungen und so weiter. Aber ich sollte ganz am Anfang sagen, dass ich muss die Zuschauer Aufsicht bitten um mein Deutsch, da sehr selten jetzt habe ich Gelegenheit, Deutsch zu sprechen. Und es ist immer sehr herausfordernd, vor einem deutschsprachigen Publikum. Ich muss vielleicht den Zuschauern sagen, dass Botschafter Walters nie in Deutschland gelebt hat und Deutsch also nicht an Ort und Stelle gelernt hat, sondern eigentlich künstlich, wenn man so sagen kann. Ja, künstlich, ganz. Sind Sie ein Public Relations Diplomat? Ein Diplomat für öffentliche... Nein, meistens sehr selten. Zum Beispiel komme ich am Fernsehen. Am meisten, ich suche ohne Publizität zu operieren. Nicht geheim, aber schweigend. Das ist ja das Emblem oder das Motto der CIA, würde ich sagen. Nein, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Auftrag der Schweigen. Silent Missions. Nicht geheim, da die nicht geheim waren, sondern diskret. Ich habe versucht, das Buch zu finden, konnte es nicht finden, habe es infolgedessen nicht gelesen, aber ich muss das nachholen. Aber ich werde eine schicken. Leider ist das nicht in Deutsch ausgegeben. Also in Französisch und Englisch und Portugiesisch und Spanisch und selbst im Festland China gibt es eine Ausgabe. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich für die CIA dort lebhaft interessieren. Darf man fragen, was Sie nach Bern führt? Was mich nach Bern führt, war eine Einladung vom Schweizer Institut für Auslandsforschung, um einen Vortrag in Zürich zu präsentieren, vorgestern beim Universität Zürich.
Und die Schweiz ist ein angenehmes Land und ich bleibe hier sehr gerne einigen Tage, ein paar Tage. Ah ja. Nun ist es ja so, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Sie auch den Auftrag haben, Ihres Regierungschefs, Ihrer Regierung, die amerikanische Politik in Europa zu erklären. Ja. Und die Tatsache ist ja, dass der Zustand des Westens, damit meine ich in erster Linie die NATO-Allianz, nicht gerade der beste ist. Und dass es da eigentlich Schwierigkeiten gibt. Erstens mal wirtschaftliche, also es gibt überall Arbeitslosigkeit, es gibt Inflation. Und ich möchte aber gleich auf den politischen Punkt kommen. Es gibt Kriegsangst. Ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man das so sagt. Es gibt Friedensbewegungen, die vermutlich nicht nur, oder sogar sicher, nicht nur von kommunistischer Seite inszeniert werden, das sind Tausende von Menschen, und sie haben das auch im eigenen Land. Vermont, New Hampshire als Stichworte. Woher kommt das? Woher kommt das, dass alle denkenden Menschen haben Kriegsangst? Persönlich glaube ich in keinen Kernkrieg. Das ist zu gefährlich für alle, für die Russen und für uns. Ich glaube, dass wir haben eine wirtschaftliche Krise jetzt. Und das macht Unruhigkeit. Und die jungen Leute, die fürchten einen neuen Krieg. Und es gibt in Europa, ich glaube, ein großes Missverständnis von der Realität. Wir haben überall diese kleinen Krisen in Zentralamerika, in Mittelosten, im Iran und jetzt mit vietnamesischer Aggression in Kambodscha und Thailand. Und diese insgesamt, die führen zum Angst. Aber Angst ermüdet. Und die Angst, das hat die Europäer in die NATO-Bundes getrieben. An viele dieser Leute, die NATO-Bundes scheint nicht effektiv und zu formiert für andere Seiten. Ich glaube, man darf ruhig sagen, die NATO befindet sich in einer mindestens schleichenden Krise. Und man hat das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten und Europa, die europäischen Partner, langsam auseinanderdriften und sich nicht mehr treffen, nicht mehr am selben Strang ziehen. Wessen Schuld ist das? Ich weiß nicht, wenn die Lage genau so ist. Vorgestern haben die NATO-Verteidigungsminister in Colorado Springs getroffen. Und sie sind in Übereinstimmung. Wenn wir keine Übereinstimmung mit den Russen haben über die Pershing 2 in Europa einzustellen. Die Russen haben schon 300 SS-20 in Position. Und jetzt, das ist wie ein Fußballspiel. Das im halben Zeit, sie haben 10 Toren und sie wollen einen Vertrag haben, wo ihnen kein Tor mehr geschossen werden kann. Und das ist nicht möglich. Sie haben 300, der NATO hat keine. Und das sollte die sowjetische Überlegenheit in Europa permanent machen. Sie sprechen, das muss ich vielleicht beifügen, von den Mittelstreckenraketen. Von den Mittelstreckenraketen, ja. Dass da diese Einseitigkeit bestehe. Ja. Sie besteht nicht unbedingt auf dem Gebiet der Interkontinental. Nein, die beide haben diese Missile. Ja. Dazu fällt mir ein Zitat ein von Theo Sommer, der in der Zeit kürzlich geschrieben hat, und dass ihm die Situation ungefähr so vorkomme, Amerika und Russland wie zwei Buben, die bis zum Knie in Benzin stehen, und der eine hat 5 Feuerzeuge und der andere hat 7 Feuerzeuge oder 10 und prahlt damit, und beide wollen noch mehr Feuerzeuge haben. Ist dieser Vergleich ganz unfair? Das ist ganz unfair. Für etwa 5 Jahre haben wir ein Kernwaffenmonopol gehabt. Und selbst in sehr schwierigen Zeiten für uns, zum Beispiel in Korea, haben wir diese Waffen nie geübt. Als wir in der Brockenkopf von Busan in Korea angeschlossen waren, haben wir nicht geübt. Haben wir nicht geübt, auch in
die Franzosen zu helfen bei Dien Bien Phu. Ich glaube, dass wenn ein Land hat Kernwaffen, sie lernt einen großen Respekt für diese Waffen zu haben. Ich möchte doch noch mal auf diese Schwierigkeiten in der NATO-Allianz zurückkommen. In der Bundesrepublik hat man den Eindruck, und ich glaube, die Bundesrepublik ist da nicht ganz allein, dass Amerika, der berühmte Doppelbeschluss steht zur Diskussion, eigentlich zögere und im Grunde einigermaßen widerwillig nur mit den Russen verhandle. Das SALT-II-Abkommen wurde nicht unterzeichnet, aber Ersatzverhandlungen gäbe es auch keine. Und es finde eine enorme Aufrüstung statt. Und davor haben eben viele Leute Angst und empfinden ein Unbehagen auch eben gegenüber der Administration, der Reagan-Administration, die sehr lautstark die Aufrüstung, die eigene, verkündet. Liegt es nicht auch daran, dass halt eben bei den Bündnispartnern, den Europäischen, ein Unbehagen besteht? Ich glaube, dass wir finden mehr von das in die Presse als in die Handlungen mit europäischen Regierungen. Vor einigen Jahren, die Europäer hatten uns zu schwach gefunden. Und jetzt, sie finden uns zu hart und unvernünftig. Es ist schwer, die richtige Straße zu finden. Aber seit 15 Jahren ungefähr haben wir einen Rüstungswettbewerb. Aber nur die Russen teilnahmen. Und jetzt, wir können nicht diese Störung der Gleichgewicht mehr tolerieren. Wir müssen nicht diese Leute ins Versuchung durch unsere Schwäche führen. Ich habe mir ein Zitat von Henry Kissinger notiert. Ich lese es schnell. Es heißt, er spricht davon einer Doppelverantwortung des amerikanischen Präsidenten und sagt, das Nuklearzeitalter zwingt uns zu koexistieren. Rhetorische Kreuzzüge können daran auch nichts ändern. Ein Präsident hat solcher Art eine Doppelverantwortung. Er muss dem sowjetischen Expansionismus Widerstand leisten und er muss zugleich den Risiken einer globalen Konfrontation eingedenk bleiben. Seine Politik muss sowohl Abschreckung wie Koexistenz, sowohl Containment wie Bemühungen um Entspannung umschließen. Und in Europa, so glaube ich, zweifeln viele Menschen daran, dass der zweite Teil von der Reagan-Administration mit dem nötigen Nachdruck vertreten werde. Ja, es gibt in Europa seit langer Zeit ein sehr tief liegendes Glaubnis an amerikanische Naivität oder Ingenuität. Ich sage immer, dass wenn die ältere europäische Mächte hatten viel mehr zu tun zwischen die beiden Weltkriegen. Frieden hat 21 Jahre gedauert. Seit die naive Amerikaner haben etwas mehr zu tun, das dauert jetzt 37 Jahre an. Unser Problem ist, dass auf einer Seite die Europäer finden uns zu schwach und am anderen Seite zu hart mit den Russen. Wir wollen mit den Russen handeln, aber wir können es nicht tun, ob wie Afghanistan, Polen, Äthiopien nie geschehen waren. Das ist nicht möglich. Es gibt für alle diese Dinge einen Preis und Sie müssen diesen Preis bezahlen. Ich glaube, das ist gar keine Frage. Nur möchte ich Sie gerne erinnern an, was Sie gerade vor ein paar Minuten sagten, dass keiner, der Atomwaffen hat, gerade weil er sie hat, sie je benutzen wird, weil er weiß, wie schrecklich sie sind. Aber darf ich Sie daran erinnern, dass Alexander Haig, Ihr Boss, also Außenminister der Vereinigten Staaten, von einem Warnschuss vor den Bug, nämlich einem atomaren Warnschuss vor den Bug, als Möglichkeit gesprochen hat. Das geht doch nun eigentlich ziemlich weit und man muss nicht erstaunt sein, wenn dann gewisse Leute verschreckt sind. Es ist auch die Rede gewesen in den Vereinigten Staaten, in verantwortlichen Kreisen, dass ein begrenzter Nuklearkrieg vielleicht möglich sei. Das ist natürlich auch nicht dazu angetan, dass
Vertrauen in die Zurückhaltung zu stärken, wenn solche Dinge gesagt werden. Ja, als Mann benutzt Kernwaffen, ist es sehr schwer, an Zurückhaltung zu glauben. Am ernsten müssen wir einen Atomkrieg vermeiden. Müssen wir eine Konfrontation. Wir haben kein Interesse, dem tapferen und stolzen russischen Volk demütigen. Aber wir müssen einen Widerstand gegen sowjetischen Expansionismus haben. Und die Europäer, und bei uns, das ist schwer für einen Europäer zu verstehen, aber die Verteidigung des Westens bei uns ist nicht allein das Gebiet der NATO. Das ist der Grundstein unserer Außenpolitik. Aber wir sind auch durch den Rio-Vertrag verpflichtet gegen unsere lateinisch-amerikanischen Nachbarn. Wir müssen für die Sicherheit Japans auch mitarbeiten. Und wir haben eine große Reihe von Verantwortungen, das nicht oft in Europa verstanden ist. Aber im NATO, es gibt in Europa eine große Sorge über Amerikas Engagement zu Europa. Viele Leute in Europa denken, dass das eine sentimentale Anhänglichkeit oder Zuneigung zu den Ländern, von deren unsere Vorväter kamen. Aber das ist etwas viel mehr wichtig als das. Ja, das Engagement ist ernst. Es dauert jetzt seit 1948. Aber mehr als das, wir können nicht die riesige Pool von Fachleuten in Europa. Das Reservoir von Fachleuten in Europa und die industriellen Anlagen unbeschädigt in die Hände der Sowjetunion fallen, als Opfer lassen. Aber ich glaube, das wissen die meisten verantwortlichen Leute in Europa und gar nicht nur die Regierungsleute, sondern das wissen also breiteste Schichten, dass wir nicht wegen unserer blauen Augen von Amerika verteidigt werden, sondern aus, wie es sein soll, aus nationalen amerikanischen Interessen. Ich habe aber vorhin, ich muss darauf zurückkommen, von dem atomaren Warnschuss gesprochen, den Alexander Haig erwähnt hat, und von der Möglichkeit eines begrenzten Atomkrieges. Wie steht es damit? Ich glaube, dass Ungewissenheit ist eine große Waffe. Ich glaube, dass man muss nicht vorhersagen, wir werden etwas tun oder wir werden das nicht tun. Das war meiner Meinung nach einer der Irrtümer der Carter-Administration. Sie haben gesagt, wir werden das nie tun. Man muss das nicht sagen. Aber ich persönlich jetzt sprechen, glaube, dass eine begrenzte Atomkrieg in Zone der NATO ist etwas, das beinahe unglaublich ist. Ich habe von den Vorbehalten, von europäischen Vorbehalten gegenüber der Reagan-Administration gesprochen. Ich muss etwas eben doch noch erwähnen. Das ist die Person von William Clark Jr. Der Berater des Präsidenten. Nein, das war der Mann Nummer zwei im State Department. Ja, jetzt der Berater des Präsidenten. Ah, der Berater, verzeihung. Der Berater des Präsidenten. Ich habe Vater verstanden. Nein. Der Berater. Er ist zu jung, sein Vater ja, zu sein. Eben, nicht ja, eben. Also Bill Clark war zuerst Nummer zwei im Außenministerium. Ja. Und heute ist er Sicherheitsberater des Präsidenten. Ja. Er ist also jetzt die Figur, die Kissinger vor ihm für Ford und für Nixon war. Ja. Und er hatte keine Ahnung, wie man ihm im Senat Fragen stellte, außenpolitischer Art, über Zimbabwe, über Südafrika, ja, über die Schwierigkeiten in der britischen Labour Party. Er war völlig unbeleckt von Kenntnissen, ja, und ist jetzt an einer so wichtigen Stelle. Ist es da nicht einzusehen, dass man etwas nervös wird in anderen nervös Ländern? Nervös ist er nicht. Ich kenne diesen Mann. Nicht er. Ja. Die Leute, die ja, diesen Mann ja, an dieser wichtigen Stelle sehen. Ja. Aber er hat viel in diesem letzten Jahr mit Haig als Lehrer und die ganze State Department als Lehrer, er hat viel gelernt. Ich glaube, dass der ist ein sehr ruhiger Mann. Er ist ein eng gebundener Freund von Präsident Reagan, hat große Einflüsse über ihn, hat gute Beziehungen mit Haig und mit unserem Verteidigungsminister.
Er hat selbst gute Berater. Haig hat sich jetzt zwar gerade vor ein paar Tagen sehr über ihn beklagt und gesagt, Clark versperre ihm den direkten, häufigen Zugang zum Präsidenten. Ich glaube, dass kein Staatssekretär findet es angenehm, dass der Präsident einen anderen Berater hat. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Als Kissinger war dort. Und ähnlich ist Kissinger als Kaiser von Österreich und König von Ungarn gewesen. König von Ungarn im Weißen Haus und Kaiser von Österreich im State Department. Ja. Er war die beide. Er hatte auch ein anderes Format, das muss man vielleicht beifügen. Es gibt auch Ungereimtheiten in der Person von Präsident Reagan bei den Pressekonferenzen, wo er sich widerspricht und gewisse Dinge nicht weiß. Ich will das beiseite lassen. Ich möchte auf etwas anderes, viel Wichtigeres kommen, denn er hat ja immerhin Berater. Nämlich, dass es ein Gefühl gibt in Europa, die Vereinigten Staaten könnten im Verhältnis zu der Sowjetunion nicht nur Parität wollen, sondern eben eigentlich Überlegenheit. Und das, glaube ich, ist der Punkt, wo manche Leute in Europa so neuralgisch reagieren. Aber niemand, weder Russen noch Amerikaner, beichten sich Überlegenheit wollen. Die Russen haben jetzt eine Überlegenheit. Aber sie sagen nicht, wenn sie dieses Buch, das sie haben, aufgegeben über die amerikanischen Streitkräfte, sie finden doch, dass wir haben eine überschwere Überlegenheit. Aber das ist nicht so. Aber ich glaube, dass wir haben ein Störung der Gleichgewicht, das gefährlich ist. Die Schwäche ist immer ein Versuchung. Und ich glaube, dass wir müssen das, und wenn Sie sehen das in Nummer von Raketen, in Panzer und so weiter, dass die haben eine große Überlegenheit. Nur in die Technologie vielleicht haben wir Überlegenheit. Um das in ein freies System ist es leichter, technologische Fortschritte zu machen. Ich habe eingangs den Punkt erwähnt, dass man das Gefühl habe, die NATO-Allianz sei ein bisschen orientierungslos geworden. Man ziehe, die Partner zögen in verschiedenen Richtungen. Und diesen Eindruck hat man ja auch, wenn man die Reaktion der NATO in Bezug auf Polen sich vor Augen hält. War es nicht so, dass doch eigentlich die Westmächte insgesamt unvorbereitet waren auf die Erklärung des Kriegsrechts in Polen und seitdem einigermaßen mit, ja, ich darf vielleicht sagen, mit Ach und Krach, mit etwelcher Mühe sich zusammenraufen. Irland, die Vereinigten Staaten, hat Sanktionen angekündigt gegenüber Polen und der Sowjetunion, möchte die europäischen Mächte, insbesondere die Bundesrepublik, auch zu Sanktionen anhalten und die lehnen sich zurück und machen zwar schon ein bisschen, aber doch eigentlich sehr wenig. Ich habe hier eine Frage, zunächst eine Vorfrage noch, wenn Sie gestatten. Wie wirksam ist eigentlich die CIA? Wusste man von dieser bevorstehenden Erklärung des Kriegsrechts in Polen? Dass ja, die Dinge wir waren nicht so viel überrascht durch die Kriegsrecht in Polen. Wir hatten daran viel vorher gedacht. Aber Sie müssen verstehen, dass die NATO ist kein Warschau-Pakt. Die Disziplin im NATO Gott sei ist, Dank kann ich Gott sei Dank. Wir wissen es gut, dass unsere Bündnispartner sind nicht immer in Übereinstimmung mit uns. Und Gott sei Dank, denn wären sie Satelliten und wir wollen keine Satelliten haben. Wir wollen freiwillige Bundespartner haben. Und dass wir einen Unterschied zwischen, was Sie glauben, getan sollten werden, was wir glauben, das ist natürlich. Aber ich muss bemerken, dass die NATO-Bundes hat länger gedauert als irgendeine Bundes in die Geschichte der Welt. Die britische-portugiesische Allianz von 1387 ausgenommen. Und die Lösung dieser Bundes ist eine der größten Absichten der sowjetischen Außenpolitik heute. Und wenn die NATO-Bundes, das stört sie nicht, sie werden nicht so viel Anstrengungen machen, um die Lösung dieser Allianz zu bringen.
die Feindschaft, dass sie haben gegen diese Allianz, ist meiner Meinung ein Grund für Optimismus, dass seit jetzt 34 Jahre, wie lange dauert die Heilige Allianz an, die dritte Entente oder was sie wollen. Sehr wenige Bündnisse haben so lange Zeit gedauert. Man hat seit dem Anfang gesagt, dass der NATO war nicht, das war überaltet, das war etwas anderes. Aber alle die Mitglieder, die halten fest noch, wir haben Unterschied unter uns. Und das ist natürlich, wir sind freie Demokratien. Und sie können nicht eine einzige Meinung haben. Aber wir können miteinander darum sprechen und konsultieren. Und oft wir Amerikaner wechseln unseren Standpunkt nach Konsultierungen mit unseren Verbündeten. Ich glaube, man kann ohne weiteres zustimmen, wenn Sie sagen, die Russen versuchen, die NATO-Mitglieder aus einer Spaltung da herbeizuführen. Das ist nur natürlich. Ich glaube, das Umgekehrte würde ja auch zutreffen. Also wenn es dem Westen gelänge, beispielsweise einen der Oststaaten aus dem Warschau-Pakt herauszulocken, ich sage nicht herauszubrechen, so wäre man wahrscheinlich ganz froh. Allerdings wäre das nicht ungefährlich. Genau wie das Umgekehrte eben auch. Aber es war doch auffallend, Sie sagen, wir haben Divergenzen unter Freunden gewissermaßen, aber es ist doch auffallend, dass also die Reagan-Administration der Bundesrepublik sehr übel nahm und noch nimmt wahrscheinlich, dass sie das Erdgasröhrengeschäft mit der Sowjetunion antreten will, währenddem umgekehrt die Vereinigten Staaten Weizenlieferungen in ganz großem Ausmaße, die Charta eingestellt hatte, wieder aufgenommen hat. Insofern, ich glaube, man kann keinen Vergleich machen. Wir verkaufen etwas, ich weiß nicht, Tonnen von Getreide an die Sowjetunion. Ein paar Millionen Tonnen. Ein paar Millionen. Aber diese Gasodukt wird den Sowjets 10 Milliarden Dollar jährlich bringen. Das ist eine fantastische Summe. Viel größer. Aber wir haben schon unter Carter ein Getreideembargo probiert. Und sofort könnten Sie das auf Argentinien, auf Frankreich, auf Australien und Kanada sofort kaufen. Aber jetzt will doch Ihre Regierung weiterhin Sanktionen wirtschaftlicher Art. Und es hat sich doch eigentlich meistens herausgestellt, dass Wirtschaftssanktionen nicht greifen. Darf ich noch schnell sagen, die Kontinentalsperre gegenüber Napoleon hat im Grunde nicht gegriffen. Gegen Italien nicht, wegen Abessinien. Ich bin in Übereinstimmung, aber ich glaube, dass wir wollten was nicht also ganz... Was also sollen diese Sanktionen bewirken? Aber ich glaube, dass Sanktion ist vielleicht ein zu starkes Wort. Was wir wollen, ist, dass sie fühlen einen Preis, dass sie müssen bezahlen für Polen. Man kann nicht eine so große Wirtschaft als Russland herunterbringen mit Sanktionen. Es gibt keinen Amerikaner, der denkt daran. Was wir wollen, ist, dass sie fühlen, dass wenn sie etwas wie Afghanistan oder Polen tun, sie müssen einen Preis dafür bezahlen. Wir glauben nicht, kein Amerikaner ist so naiv, als zu denken, dass Russland heruntergebracht werden mit Sanktionen. Aber wir wissen zum Beispiel, dass in 1912 die Russische Reich war die größte Exporteur von Getreide des Welt. Und jetzt ist sie die größte Importeure. Und das seit vielen Jahren, wie wir wissen. Ja, aber Hunger ist keine Waffe. Es gibt nichts, das soll ein Volk rund um seine Regierung versammeln, als das Gebrauch von Hunger als Waffe. Das ist meine persönliche Meinung. Sie haben vorhin davon gesprochen, vom Erdgasgeschäft, welchen Gewinn das der Sowjetunion bringt. Ja. Mit einem Teil dieses Geldes kann dann die Sowjetunion Weizen kaufen im Ausland, unter anderem in ihrem Land. Ein sehr kleiner Teil. Weil es dann... Die andere geht zur Rüstung. Gut. Ein sehr kleiner Prozent geht, um Getreide zu kaufen. Aber sie haben jetzt eine Leihe in der Schweiz gemacht mit Gold. Sie haben viel Gold. Sie sind die zweite Goldproduktoren der Welt. Und,
aber sie haben eine große wirtschaftliche Krise, auch die ganze Ostblock hat heute. Nicht allein im Westen, aber sondern auch im Osten. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind diese Maßnahmen, Sie mögen das Wort Sanktionen gegen Polen vor allen Dingen, Sie wollen ja mit den Sanktionen nicht Polen treffen in erster Linie, sondern die Sowjetunion, haben also den Sinn eines Warnsignals und eben eines Preises. Ja, aber Sanktionen ist nicht aber genau. Wir haben für Polen 74 Millionen Dollar bezahlt, um dass Polen nicht ins Default. Nicht Konkurs geht, also nicht bankrott. Ja. Nicht bankrott. In Bankrott geführt werden. Ich frage mich einfach, und ich bin vielleicht nicht der Einzige, was eine solche Politik letzten Endes genau will. Also die Warnsignale, das ist klar, dass ein Preis bezahlt werden muss, seitens der Sowjetunion ist auch klar. Aber was genau soll darüber hinaus erreicht werden? Eine Politik ist ja nur sinnvoll, wenn sie ein konkretes Ziel verfolgt. Worin würde das in diesem Falle bestehen? Ein alter schweizerischer Motto spricht davon. So teuer wie möglich. Sie reden von unserem Eintrittspreis. Jawohl. Gut. Dass die Einmarsch so teuer, Einmarsch fremder Länder so teuer als möglich machen. Wir können keinen Atomkrieg dafür führen. Aber die Schweizer wissen, dass sie können nicht eine Großmacht hindern, ihre Grenze überschreiten. Aber sie haben den Preis so hoch angestellt, dass seit 1815 keine Großmacht bereit war, diesen Preis zu bezahlen. Ja, wobei wir natürlich nicht vergessen wollen, die geopolitische Lage, die uns also sehr, sehr entgegenkommt und eine gute Portion Glück hängt zweifellos auch aber damit. Aber auch eine gute Portion Schweizer Entschlossenheit. Ja, vielleicht. Vielen Dank. Ich habe mir hier notiert, das, was Sie gerade sagten vor zwei Minuten, dass die Sowjetunion versucht, Europa und die Vereinigten Staaten zu spalten. Und da muss man sich ja umgekehrt fragen, warum ist dann die Abstimmung zwischen diesen beiden Kontrahenten, nämlich Europa einerseits und den Vereinigten Staaten andererseits, nicht besser? Also ich gebe ein Beispiel. Mitterrand liefert Nicaragua Waffen. Also eigentlich den Gegnern, jenen Leuten, die Gegner sind, denen sie Waffen liefern. Das geht doch eigentlich für Mitglieder derselben Allianz ziemlich weit. Ja, das ist meiner Meinung nach im Namen einer nicht existierenden sozialistischen Bruderschaft. Es gibt sehr viel Ähnlichkeit zwischen den Sozialisten in Nicaragua und den Sozialisten in Frankreich. Der Daniel Ortega hat gesagt, es gibt kein Sandinismo ohne Marxismus-Leninismus. Marxismus-Leninismus ist unser Führer. Und ich glaube, dass die französischen Sozialisten sagen das nicht. Aber es gibt eine Art sozialistische Bruderschaft mit die kleinen Nicaragua, der kämpft gegen die riesige amerikanische Reich und so weiter. Und es gibt ein bisschen Vergeltung. Wir waren antikolonial, als das war nicht zur Mode. Und jetzt, sie haben eine Art Vergeltung zu haben für unsere Haltung in jener Zeit über Algerien und so weiter. Und das ist verständlich. Eine wichtige Frage, glaube ich, ist die, wird in Mittelamerika, also Nicaragua, El Salvador, Guatemala, die vor allen Dingen, werden dort die Dinge von außen gesteuert? Ich sage nicht unterstützt. Das, glaube ich, steht außer Zweifel. Aber werden sie von außen gesteuert, von Kuba und dahinter von Moskau? Nein. Sie sind jetzt ernährt durch Kuba und Nicaragua. Aber es gab dort soziale Ungerecht. Was ich meine, ist, dass das nicht allein eine Revolte der unterdrückten Massen gegen kapitalistische Ausbeutung. Es gibt... Was ist es dann? Gibt es dann eine Lager, das die Kommunisten benutzen.
das die Kommunisten benutzen, um diese Revolt nach Marxismus-Leninismus führen, anstatt eine wirkliche Reform. Zum Beispiel, in El Salvador hat die Regierung, die Junta, schon eine Agrarreform geführt und 240.000 Bauern haben Land empfangen. Die Banken, die ganzen Banken waren nationalisiert, was sie könnten nicht in der Schweiz oder in Amerika tun. Und das geht voran. Aber das geht voran mit einer demokratischen Regierung und Hoffnung vom Wechsel. Aber einmal ist es eine Lösung. Eine Rechtsdiktatur, die repressiv ist, durch eine marxistische Diktatur, die viel repressiver ist und viel mehr dauernd. Wir haben alle gesehen, die Rechtsdiktatur von Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, die griechischen Obersten, Pérez Jiménez in Venezuela. Jetzt in alle diesen Ländern haben wir Demokratie. Aber niemand weiß, was folgt eine kommunistische Diktatur. Niemand weiß, niemand hat das je erlebt. Das weiß, wenn Sie haben eine Regierung, die nicht perfekt ist, wie Sie haben in Salvador und Guatemala und so weiter, aber Sie können noch Hoffnung haben. Aber einmal, dass Sie eine Regierung wie Kuba oder Vietnam oder Nicaragua haben, es gibt kein Beispiel in dieser Regierung, wo das Volk wieder den Recht gehabt, eine andere Form des Regierens wählen. Ja gut, also, aber Sie werden, nehme ich an, nicht bestreiten wollen, dass Herr Trujillo in der Dominikanischen Republik, wie lang war er dort? 2 oder 3 Jahrzehnte, das ist auch eine ganz lange Zeit. Ja, ja. Dasselbe würde ich sagen für Somoza in Nicaragua, der Ihnen ja sehr geneigt war, Ihrem Land meine ich. Und es ist natürlich richtig, dass die Vereinigten Staaten aus geopolitischen Gründen einen Anspruch darauf haben, ihnen freundlich gesinnte Regierungen in ihrer Umgebung zu sehen. Aber musste man jahrzehntelang das Somoza-Regime unterstützen? Auch Ähnliches gilt für Guatemala. Sie als CIA-Mann müssen am besten wissen, da gab es den Herrn Arbenz. Das war vor Ihrer Zeit. Gut. Da waren die Vereinigten Staaten nicht ganz unbeteiligt an seinem Sturze. Nein. Was wir heute haben in Guatemala, ist natürlich also keine echte Demokratie, sondern es herrscht Brutalität ungeheuren Ausmaßes. Ja. Nicaragua ist jetzt, dass man so lange gehalten hat mit Somoza und seiner Clique, ist jetzt im Begriff, möglicherweise abzugleiten, tatsächlich in den kubanisch-sowjetischen Orbit, also Einflussbereich. Was also haben all diese Stützungsaktionen letzten Endes bewirkt? Aber Stützungsaktionen, zum Beispiel mit Somoza. In die 17 Jahre des Somozas Regierung haben wir ihm Anleihen 60 Millionen Dollar in die 17 Jahre seiner Regierung. In die 2,5 Jahre seit die Machtübernahme der Sandinistas haben wir mehr als 200 Millionen Dollar gegeben. Dreimal mehr in 2,5 Jahren. Aber man sagt so leicht, die Amerikaner unterstützen diese Regierung. Natürlich, wir unterstützen mehr die Leute, die freundlich sind, als die Leute, die feind sind. Und jemand tut das, nicht die Amerikaner nur allein. Es handelt sich da sehr oft eben um wirklich brutale Diktatoren. Ja, aber ich selbst persönlich bin wenigstens 10-mal in Zentralamerika gewesen in den letzten Jahren, über diese Brutalität zu sprechen. Aber Sie müssen wissen, dass die leben in einer Gesellschaft des Gewalts. Und das ist nicht von heute und vorgestern und mit Somoza oder Kommunisten zu haben. Das ist seit der Unabhängigkeit von Spanien, ist es so. Wir haben zum Beispiel in 1977 keine Hilfe mehr an El Salvador und Guatemala gegeben. Aber überall in Guatemala findet man Waffen von europäischer Abstamm, nicht amerikanischer Abstamm. Wir haben an der salvadorianischen Regierung keine Hilfe gegeben, bis Januar 1980, in die letzten Tage von Herrn Carter,
als das so klar war, dass die Nicaraguaner und die Kubaner ernährten die Guerillas, dass endlich, nach 5 Jahren ohne amerikanische Hilfe, haben wir zum ersten Mal an die salvadoranische Regierung Hilfe gegeben. Und was haben wir da? Wir haben 35 amerikanische Militärberater. Wissen Sie, dass in Peru die Sowjets haben mehr als 100 Militärberater. Mehr als die Amerikaner haben in die ganze südamerikanische Festland. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich bin gerne willens, Ihnen das abzunehmen. Was manche Leute aber beunruhigt, ist die Tatsache, der einerseits kommen ja am kommenden Wochenende, jetzt kommenden Sonntag, diese Wahlen in El Salvador, die Wahlen in Guatemala haben stattgefunden, wurden schon über den Haufen gerannt jetzt von einer neuen Junta. Wie stark glaubt Amerika an diese Wahlen in El Salvador? Wir glauben sehr stark. Dort gibt es ausländische Beobachter. In Guatemala gab es keine ausländischen Beobachter von dieser Wahl. Aber größere Teile El Salvadors sind ja von den Guerillas besetzt. Nein, die sind nicht große Teile. Ich war vor einigen Wochen in Salvador gewesen und ich habe mehr als 100 Kilometer in Auto ohne Begleitung getan. Das ist größer in die Presse als in die Wirklichkeit. Sie versprechen sich also Wahlen, die einen Sinn haben von den Wahlen in El Salvador. Ich glaube, dass wir müssen die Zentralamerikaner an Wahlen gewohnt machen. Sie haben keine Tradition wie in Europa und wie in Nordamerika von Wahl. Dort die Tradition ist Putsch. Und wir müssen sie dem Beispiel von freier Wahl geben. Und das ist nicht leicht. Das ist ein großer Richtungswechsel für diese Gesellschaft, das lebt seit 100 Jahren mit Gewalt. Es gibt Leute, die sehr pessimistisch sind in Bezug auf Mittelamerika. Also einerseits, dass die Nicaraguaner mehr und mehr in den östlichen, ich nenne es mal so, Einflusskreis geraten. Andererseits, dass in El Salvador entweder die Guerillas schließlich eben doch obsiegen werden oder aber eine, nennen wir es mal konservative, Diktatur dort errichtet würde. Inzwischen, oder dass vielleicht sogar Amerika dort Truppen hinschicken würde. Also einmarschiere oder einmarschieren lasse. Nämlich diese Somoza-Anhänger, die in Florida angeblich oder anscheinend, muss ich sagen, ausgebildet werden. Wie groß ist die Chance, dass die in Bewegung gesetzt werden? Ja, ich bin Optimist. Ich werde, dass sie werden einen Weg finden, um diese Gewalt zum Schluss bringen. Ich glaube, dass wenn sie haben eine große Teilung, eine große Anteilung der Bevölkerung an dieser Wahl, dass vielleicht durch die Mexikaner und jetzt die Guerillas haben die Behandlungen von Präsident Herrera Campins von Venezuela gebeten. Sobald als sie sicher sind, dass sie können nicht diese Regierung wechseln durch Gewalt, dann ich glaube, dass wir haben eine Gelegenheit, Frieden zu haben. Ein letztes Wort noch zum Portillo-Plan. Ja. Also das ist der mexikanische Präsident, wie wir wissen, López Portillo, der sich, das heißt sein Land, als Vermittler zur Verfügung gestellt hat. Und wir wollen nicht in die Einzelheiten gehen. Es geht um die Beziehungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten, ein Nicht-Angriffspakt eventuell zwischen den USA und Nicaragua, Verzicht Nicaraguas auf Waffenlieferungen an El Salvador und umgekehrt würden dann die Vereinigten Staaten auf diese Somoza-Truppe verzichten. Welche Chancen geben Sie diesem Plan? Ich glaube, das ist sehr interessant. Zum ersten Mal haben die Mexikaner endlich verstanden, dass die wahre Objektiv von diesem ganzen Feldzug in Zentralamerika ist Mexiko zu Entstabilisierung. Wenn Mexiko entstabilisiert war, was sollte die amerikanische Interesse für Europa oder Asien oder etwas anderes, wenn wir einen Bürgerkrieg vor unserer Türe haben? Meiner Meinung nach, die wahre Objektiv von alles, das geschieht in Mittelamerika, ist Mexiko. Und jetzt endlich
Wir haben das oft an die Mexikaner gezeigt. Die sagen, nein, das hat mit Ihnen und Ihrer kolonial-imperialistische Haltung. Jetzt haben Sie endlich verstanden, dass Sie sind die Objektiv. Und vielleicht... Also das Ziel. Das Ziel. Und vielleicht mit dieser Kenntnis können Sie etwas tun. Die Amerikaner kommen nicht als Eroberer. Wer hat am Ende des Zweiten Weltkriegs gelebt, weiß, dass wir kommen als Befreier und nicht als Eroberer. Eroberer ist nicht unsere Tradition. Kolonial ist nicht unsere Tradition. Sie geben also General Walters dem Plan des mexikanischen Präsidenten eine gewisse Chance. Sie hoffen, Sie sagen, Sie sind Optimist. Ich möchte mich dem anschließen. Ich möchte auch Optimist sein wollen. Wir wollen es beide sein. Ich hoffe für die Welt, von der wir reden, eben besonders natürlich Mittelamerika, dass das Blutvergießen aufhöre, dass die Brutalität aufhöre und dass Ihre positivsten Erwartungen sich verwirklichen möchten. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Danke.